Recht herzlich willkommen zur 71. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier unterwegs beim Supermarkt. Nein, sind wir nicht. Es war jetzt nur ein Klick mal drauf. Und wir müssen aber erst hier noch gerade ein paar Häuslein abreißen. Ist Baby Bagger? Ja. Aber Bulldozer heißt es bestimmt auf Englisch oder so, ne? Kann ich hier? Ja, kann ich hier bewegen. Da ist er. Oh, das kann man schlecht erkennen, aber das wird das sein. Das. War hier links nicht mehr. Ah, da, das ganz große ist auch schon Schrott. Interessant. Das ist alles weg. Ah, hier sind auch noch zwei. Drei sogar, da unten auch noch. Und das habe ich alle erwischt. Gut. Da oben. Hier wackelte doch auch eben einer, oder? Ah, da unten. Der ist hinten versteckt. Der. Ja. Warte, die sind feuermäßig unterwegs, die können auch weg. Und. Der. 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 Dort. Dort. Weiß nicht, ob die hier im Kreis machen, die bestimmte Dinge, ist eine Feuerwehrallee oder sowas. Alles rot, blau am Blinken, ne? Obwohl, es blinkt nur rot. Blau sind die Autos oder was? Eigenartig. Das kann auch weg. Hier ist alles im grünen Bereich, oder? Guck mal, da blinkt es alles rot und dann überall blau. Auch interessant. Entschuldigung, gleich ein Frosch im Hals. Ich sehe nichts. Aber hier unten ist mal richtig ordentlich Feuer gemacht. Sollten wir mal gucken, dass wir hier noch eine Feuerwache reinmachen, oder? So, das ist auch alle weg. Da ist noch ein Haus. Ich glaube, man kann von hinten wieder anfangen, wenn man vorne fertig ist, mit abreißen. Da oben ist auch wieder eins. Das ist weg. Ne, da ist es. Ich glaube, das ist es. Genau. Gucken wir nochmal rüber. Da ist auch noch eins. Ich sehe es nicht mehr. Auch interessant. Da ist es. Ha? Weg, oder? Komisch. Ja, ist leider nicht weg. Spielt auch jetzt keine Rolle. Das eine Haus. Nehmen wir lieber diese drei, ne? Und das da noch. Gut. Oh, hier sind noch mehr. Ja, das ist da, weil wir keine Arbeiter haben, ne? Dann läuft die Firma nicht und dann ist das das Problem, ne? Gut. So, das haben wir erstmal aufgeräumt einmal. Jetzt machen wir Wohngebiete. Ich würde mal sagen, hier kann man noch ein paar schöne Skyline-Häuser hinmachen, ne? Dass wir Arbeiter kriegen. Da geht auch noch was. Da ist noch eins.
Obwohl, da hätten wir noch Geschäfte hinmachen können, ist jetzt aber auch egal. Ich glaube, hier müssen wir noch Wasser anlegen. Und wollen wir hier noch eine Straße reinbauen? Gute Frage, ne? Dann machen wir das Grundstück mal nicht. Und da drüben auch nicht, machen wir so erstmal. So, gucken wir nach Wasser. Ne, nach Strom. Na, brauchen wir nicht gucken. Strom geht von alleine. Wasser können wir etwas verlängern. Und machen wir gleich bis zum Ende. Läuft eigentlich. Jetzt fehlt Kommerz auch noch wieder. Hier ist auch noch viel möglich. Bagger raus. Und der Bagger will aber jetzt nicht baggern, wenn das an ist. Auch sehr interessant. Und dann ist der Bagger wieder abgewählt. Okay, hier fehlt es irgendwie an Beerdigungsgeschichten, glaube ich. Wo haben wir denn hier den nächsten Friedhof? Ja. Vielleicht machen wir hier nur einen hin, oder? Und die Frage, wo? Machen wir da hin. Fertig. Die sind alle glücklich, da ist auch schön. Hier nochmal Krematorium. Da geht keins mehr hin, weil wir glaube... Ja, da geht aber eins auf jeden Fall hin. Lassen wir das doch mal dahin bauen. Strom dürfte eigentlich da kein Problem sein. Ne, ne, ist auch nicht. Gut. Brauchen die Wasser zum Blumengießen auf dem Friedhof? Ne, ist auch gut. Und da ist kein angebundener Strom, oder wie sehe ich das? Da ist Dingens, sag schon, die Stromleitung weg. Komm, das machen wir so. Das machen wir gerade mal weg. So, dann haben wir das auch. Schon wieder was können wir abreißen hier. Oh, guck mal, jetzt geht das, aber das ist jetzt bei Strom geht's. Und so kann man das auch richtig gut sehen, wenn die Häuser weiß sind, die abgerissen werden müssen, ne? Sind verdammt viele, die ich da abreißen muss, ne? Auch nicht so dolle. Aber wir machen jetzt erstmal anders weiter und ich wollte gerne mich nochmal um den Verkehr kümmern. Da haben wir ja auch schon letztes Mal was irgendwie gemacht. Hier hinten noch eine Autobahnauffahrt, so ganz dubios. Wo ist sie denn? Hier ist da was raus geworden. Ja, es ist was raus geworden und da unten fehlt Wasser. Gut, das Wasserproblem ist gelöst. Alles prima. Aber wir sind immer noch vor einem Verkehr. Und da ist da rot. Und da ist ganz schrecklich rot und da auch. Das ist nicht gut. Die fahren alle nach da und dann darum und dann dahin. Dann fahren die da lang, da lang, da lang und da lang. Ach so, die fahren gar nicht da lang. Die sind aber doof, ne? Obwohl, da stehen auch, ne, da sind parkende Autos. Wieso fährt denn da niemand lang? Und warum biegen die alle nur rechts ab? Haben wir hier eine Einbahnstraße aus Versehen gebaut? Kann man das irgendwie erkennen? Ne, die Autos parken in beider Richtungen. Komisch, ne? Die sind alle vierspurig? Ja. Boah, wie viele Leute da warten. Krass. Wie viel spurig ist das? Zweispurig. Können wir das auf sechsspurig upgraden dann?
Ah, das wäre das, ne? Würde gehen. Da geht es jetzt nicht mehr, oder was? Oder ist schon sechsspurig? Ne, ist schon sechsspurig, deswegen geht das nicht. Da will er nicht. So. Wird er dadurch besser? Könnte sein, ne? Hier unten müsste es auch noch sechsspurig. Jetzt müssen wir wieder rot drucken. Oder rot ist es ja nicht mehr, ne? Jetzt ist es ja grün. Okay. So, wie sieht es jetzt mit dem Verkehr aus? Hier unten ist auf jeden Fall besser geworden. Aber da nicht, ne? Das ist aber überall sechsspurig, oder? Ne, da ist noch nicht sechsspurig wohl. Ach so, jetzt haben wir... Ne, das ist vierspurig gewesen. Das bauen wir jetzt auf sechsspurig aus. Genau. Wo sind wir denn da? Okay. Verkehrstechnisch. Da sind wir besser geworden. Allerdings hier ist immer noch schwierig. Ist das noch vierspurig, ne? Kann das sein? Ne, ist auch sechsspurig. Da ist eine Bushaltestelle. Alles klar, das ist so. Okay. Das war vorher ohne Grünstreifen und es ist mit Grünstreifen. Dann parkt da keiner, alles klar. Auf solchen Straßen möchte ich eigentlich auch gar keinen ruhenden Verkehr haben, ne? Ja. Nochmal rein. Na. So, jetzt. Also hier ist immer noch ein Nadelöhr, das ist klar. Mich wundert's, dass die nicht da rumfahren, dass da keiner rumfährt. Sehr eigenartig. Irgendwie geht das mit der Straße hier auch nicht. Aha, da steht dieses Haus im Weg, oder wie sehe ich das? Dann Bagger raus und los geht's, oder? Das kann doch nicht sein, dass das so ein Grundstück ist, oder? So, nochmal gucken, wo es mit der Straße jetzt geht. Hä? Also ich habe auch kein Problem, jetzt das Haus da noch mehr abzureißen, wenn das mit der Straße nicht klappt, ne? Dann nehmen wir das auch noch weg. Und dann probiere ich es nochmal mit der Straße. Die sind gar nicht verbunden, das ist das Problem. Aha. Das bedeutet, wir reißen auch mal gerade die Straße ab, ne? Diese Straße kommt da auch nochmal weg. So. Auf ein neues. Ach, jetzt wollte ich upgraden. Das ist auch nicht zu upgraden, meine Güte. Nee, das ist doof. Das ist richtig.
Ich glaube, jetzt ist doch noch ein Haus abgerissen worden, aber egal. So, jetzt haben wir ja auch eine richtige Kreuzung, ne? Jetzt hat's geklappt. Deswegen hatten wir da unten auch Stau, ne? Weil die da oben nicht lang gefahren sind. Weil die Straßen nicht richtig verbunden waren. Ich denke mal, jetzt wird sich das hier ein bisschen entspannen. Dafür wird es dann natürlich mehr werden, aber ich glaube nicht, dass das verkehrt ist. Gut. Diese Geschichte ist wohl auch schon besser geworden. Ne, wo war das mit dem Stau? Ja, doch, das wäre hier auf der Autobahn, ne? Oder? Auf jeden Fall viel besser. Da hinten ist noch schwierig. Da müssen wir mal gucken, was wir da noch hinmachen. Da sieht's gut aus und hier sieht's natürlich noch ganz krass schlecht aus, ne? Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Aber insgesamt gesehen wird's besser. Haben wir hier was zugekauft, aber gar nicht benutzt. Okay, dann müssen wir das auch noch machen. Gut, hier hinten haben wir gemacht. Sollte besser werden. Hier müssen wir dann noch und hier in diesem Zentrum auch noch. Okay, das kriegen wir aber hin, denke ich mal. Nur nicht mehr in dieser Folge, denn das, denke ich mal, soll jetzt reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.